Was geht ab, Raphaelus Race? Glück, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Rayboy. Hallo! Ja, ist normal, ne? Ich war mal wieder so ein richtiges Konsumopfer. Schlecht für mich, gut für euch. Denn ich habe wieder ein gutes Spiel gekauft. Und zwar, dieses Spiel ist eigentlich perfekt für YouTube, weil das zwei Trends kombiniert. Einen alten Trend und einen extrem aktuellen Trend. Welche Trends werdet ihr gleich sehen? Das Spiel heißt nämlich Probieren oder Verlieren. Was uns hier in die Augen sticht, ist ein Glücksrad. Wobei man vom Glück hier eigentlich nicht reden kann. Da sind lauter Motive drauf, auf die komme ich gleich zu sprechen. Denn wir kommen jetzt erstmal hier zu den Objekten daneben. Und zwar ist das hier ziemlich ekelhaftes Zeug. Ihr seht schon, das hat Ähnlichkeit von der Smoothie Challenge. Und da kommen wir auch schon zu den zwei Trends. Wir sind ja aktuell voll im Trend, Glücksrad Challenges zu machen. Und ich dachte, nö, wir machen eine Pechrad Challenge. Und zwar mit ekelhaften Getränken. Das Rad habe ich nicht neu erfunden. Sondern das ist ein existierendes Spiel, wie gesagt, es heißt halt Probieren oder Verlieren. Das erklärt eigentlich schon alles. Wir haben hier 6 kleine Schottbecher vor uns und wir haben 6 ekelhafte Getränke. Wir haben einmal Essig, wir haben einmal Schafsmilch. Und ich habe noch keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Es wird das Schafsfell gepflückt und dann ausgetrinkt oder was? Was? Ja, ist ja normal, oder? Dann haben wir Knoblauchsoße. Wir haben einen richtig gammeligen Socken. Da haben die Motten sogar schon irgendwann aufgehört zu fressen, weil er so stinkt. Dann haben wir den Klassiker Tabasco und Orangensaft, wenigstens ein leckeres Objekt. Aber ich komme jetzt zu den Regeln, und zwar dieses leckere Objekt, das muss nicht unbedingt lecker bleiben. Wie geht denn das jetzt hier nochmal? Man muss auf jeden Fall hier abwechselnd drehen und je nachdem, was für ein Objekt man hier gewürfelt oder gedreht hat, muss man dann eine spezielle Aktion ausführen. Und Leute, ich sag's euch jetzt schon mal im Vorab, es ist jetzt die erste Challenge, wo ich hoffe, dass bei mir nicht läuft. Ja, ist ja normal, oder? Oh, komm, was willst du? Die Grundregeln. Jedes Mal, wenn ein Spieler trinkt, erhält er einen Chip von dem Stapel. Entscheidet sich ein Spieler nicht zu trinken, legt er einen seiner Chips auf den Stapel zurück. Besitzt ein Spieler keine Chips mehr und trinkt nicht, dann ist er raus aus dem Spiel. Der Spieler, der als erstes 5 Chips besitzt, hat gewonnen. Die Person links neben dir fängt an. Leck mich doch am Arsch! Warum denn jetzt schon wieder? Ja, guck dich doch mal an, sonst bist du immer das Allerletzte. Jetzt wollte ich mal was Gutes tun. Heute bist du der Erste. Was geht ab? Ich gehe mal an, das ist mein Kreis oder was? Falls ihr euch wundert, wieso man den Flur etwas länger jetzt nicht mehr gesehen hat. Ja, ich weiß, ihr habt die Zeit genossen, aber er ist jetzt wieder da. Er hat sich nämlich Silvester verletzt, da ist einfach eine Rakete in sein Auge geflogen. Bevor ihr jetzt aber rumheult, macht euch keine Sorgen, der Rakete geht's gut. Bevor wir jetzt aber komplett abdrehen... müssen wir erstmal die ganzen Gläser hier befüllen. Wir fangen logischerweise mit dem Sauren an, weil sauer macht lustig. Und ich muss jetzt heute lustig sein. Vorsichtig. Junge, das kommt doch jetzt schon wieder alles daneben. Was ist denn los mit dir? Vorsichtig. Hallo. Vorsichtig. Oh nee, Alter, jetzt ist es auf dem Boden. Ah! Nimm den Wischlappen mit. Der Lappen ist doch schon da. Der Klassiker. Nee, steh nicht so auf Mozart. Oh. Wie trüb ist das Wasser denn bitte? Zu guter Letzt das einzigste normale Orangensaft. Zum Einstieg bekommt jeder einen Chip. Wer 5 Chips hat, hat gewonnen am Ende. Okay, safe habe ich jetzt gleich einen richtigen Kack, wo ich irgendwie kotzen werde oder so. Das schon. Die Nummer 4. Nee, Alter. Das heißt, du musst die Nummer 4 trinken. Nummer 4 ist das Sockenwasser. Nummer 4 ist das Sockenwasser. Nein, Alter. Du bist verstanden, wenn ich das nicht trinke, muss ich meinen Chip abgeben und hab verloren. Dann musst du den Chip abgeben, aber du hast nur einen Chip. Das heißt, du hättest danach keinen Chip mehr und hättest direkt verloren. Ja, gönn dir. Als wir das allererste Mal zusammen damals eine Smoothie-Challenge gedreht haben, haben wir die komplette Wohnung von Bibi und Julian vollgekotzt. 3, 2, 1, Cheers, Bruder! Wie knapp hat sich das angehört, Mann? Weil du es nicht runterkriegst, Alter, mal zuhören. Ich muss das Ding wieder auffüllen. Jetzt bekommst du einen Chip, weil du getrunken hast. 3, 2, 1. Komm schon, komm schon. Sockenwasser, Sockenwasser, Sockenwasser. Ja! Ich
darf jetzt die Nummer 6 in irgendeinen anderen Becher reinschütten und muss nicht trinken. Das ist der O-Saft. Aber das, du musst es nicht trinken, ne? Es kann aber ich muss es nicht trinken, genau. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel einen Essig reinschütten und dann kannst du bei der nächsten Runde die Nummer 1 würfeln oder drehen und dann musst du dich trinken. Also ja. Okay. Nein! Es kann doch nicht sein! Ich schütte meinen Orangensaft in die Schafsmilch rein. Also das ist echt widerlich. Ich glaube, das wird dann so voll klumprig oder ölig, weil Fruchtsaft in Milch verträgt sich ja überhaupt nicht. Warum schüttest du es denn dann da rein? Ich bin total dumm. Pina Colada und so weiter ist ja auch Milch mit Frucht. Das schmeckt voll gut. Okay, Flo ist wieder dran. Und nein! Du darfst die Nummer 4 jetzt irgendwo reinschütten. Das ist das Sockenwasser. Ja! Wir schütten es einfach zur Milch mit O-Saft. Nein! Nein! Das ist Junge, das kannst du mal nicht machen, Mann. Habt ihr gesehen, wie weiß dieses Sockenwasser da war? Du brauchst nur 2 Chips, dann hast du gewonnen, ne? 3, 2, 1. Komm schon! Komm! Oh! Weißt du, was das heißt? Wähle einen Mitspieler und suche einen Becher für ihn aus. Dieser Mitspieler wählt einen Becher für dich aus. Okay. Brustet euch zu und trinkt. Falls nur einer von euch den Schritt wagt, dann muss derjenige, der nicht gedrungen hat, dem anderen Spieler einen Chip übergeben. Ich suche für dich Tabasco aus. Nein. Ja, ich muss den Essig nehmen. Ich kann jetzt nicht komplett Essig hier trinken. Boah, das sind eigentlich so die beiden schlimmsten Sachen, die man haben kann. Schau mal, wie viel Essig da drin ist. Stimmt jetzt mal in die Kommentare ab, was würdet ihr lieber trinken? Das Glas Essig oder das Glas Tabasco? 3, 2, 1. Als ob ich das trinken würde. Da lieber nimmst du den Chip. Ey, ganz ehrlich. Ist doch logisch. Aber... Scheint ihm zu gefallen. Alter, diese Grimasse habe ich noch nie gesehen von dir. Kann gar nicht mehr reden. Das heißt, es steht jetzt 3 zu 2 für mich. Ich bin gespannt. Boah, ey, ich bin immer noch durch. Ich drehe mal viel zu kurz, ne? Was? Die Nummer 4 musst du trinken. Warte, was ist das? Nee. Komm, wir wollen doch alle verarschen, Alter. Das ist schon wieder das Sockenwasser. Hier nochmal als Beweis, er hat die Nummer 4 gewürfelt bzw. gedreht. Und die Nummer 4 ist das Sockenwasser. Das ist einfach weißes Wasser, was aus dem Socken rauskommt. Ich weiß nicht, wie alt der ist. Den habe ich unter meinem Sofa gefunden, Leute. Drei, zwei, eins. Jetzt komm schon. Bitte der Finger. Ja! Das ist das Motiv mit dem Dieb. Klaue einen Chip von irgendeinem Mitspieler. Oh, irgendeinem Mitspieler. Wohin nehme ich denn? Du hast mir gerade den Punkt fürs Sockenwasser trinken weggenommen, weißt du das? Ich habe jetzt einfach schon 4 Chips und du hast einfach nur 2. Was ist das für ein Arsche? Final Round, ich brauche nur noch einen einzigen Chip, dann habe ich gewonnen, Leute. Leute, ich will jetzt mal irgendwie so was Krasses haben für ihn. Wieder die. Komm schon, bitte. Okay. Oh, die 2. Ich muss die Nummer 2 irgendwo reinschütten. Alter, das ist die Mischung höchstpersönlich. Schafsmilch, O-Saft und Sockenwasser ist da drin und das jetzt irgendwo anders noch rein. Ich tue es ins Essig rein. Oh. Alter, was ist das für eine Konsistenz? Das sieht aus wie so ein Espresso-Shot, Mann. So, ich habe wieder 4 Chips. Oh. Die Nummer 6. Du musst die Nummer 6 trinken. O-Saft. Nein. Hau runter, das Ding hier. Komm schon. Dafür bitte, Leute, drückt die Daumen. Komm schon. Ja. Yes. Wähle einen Spieler aus, der aus irgendeinem Becher trinkt. Wagt er es, dann gib ihm einen anderen deine Chips. Wagt er es nicht, dann erhältst du einen seiner Chips. Ich will kurz anmerken, ich habe 4 Chips. Hey, das ist ultra real. Das heißt, ich habe auch 4. Boah, echt? Oh. Das ist jetzt Sudden Death Runde ungefähr. Denn diesmal nehme ich Essig mit Sockenwasser und O-Saft mit Milch. Eier. Ist mir nicht mehr. Du hast selber Essig getrunken. Ich bin zwar kein Weichei, aber das killt mich. Also ich glaube, du würdest, ich kenne dich, du würdest dich übergeben. Ja, deswegen. Der heilige Moment ist gekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hab 5 Chips, Leute. Er hat 3. Bruh. If you are happy and you know it, clap your hands. Bitte auf damit, ich fühle mich unwohl. Manometer, Hosendrehter, war das wieder eine Runde. Wir beenden das Ganze hier, weil mein Magen fühlt sich gerade an wie ein Vulkan kurz vorm Ausbruch. Ist doch normal. Nee. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt jetzt unbedingt einen Daumen nach oben. Würden wir uns sehr drüber freuen. Ja. Wenn ihr Bock habt, dass wir ein Revenge-Video machen. Revenge? Wo ich
zum Beispiel auch gegen meinen Bruder antrete oder gegen meine Mutter, dann gibt es auch einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr mich natürlich sehr gerne kostenlos abonnieren, ist natürlich. Kostenlos! Holt es unbedingt nach, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es lohnt sich, es werden jetzt richtig geile Videos folgen. Lasst auch gerne ein nettes Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns bald. Hey! Oh, du musst trinken! Nee, 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 nee! Ja, doch!